Zombie Apocalypse. So, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Spaßvideo wieder von mir. Und zwar, diesmal habe ich mir ein Ringlicht geholt, um mal zu sehen, ob da meine Videos ein bisschen heller werden hier. Damit mich mal heiß, aber wir sehen dich nicht, du sitzt immer im Dunkeln. Ist gerade angekommen, dann schauen wir mal. Können wir mal ein bisschen umstellen. So. Mal ein schönes 8er Licht irgendwie. Hier kann euch mal so ein bisschen, kann man vielleicht ein bisschen besser sehen. Hoch von wo. Jetzt ist es nicht mehr verfügbar. Akatko. Guck. Okay. Sieht aus wie mit Fernbedienung. Für das Stativ ein Halter. Mal sehen, ob das am GoPro Halter hält. Nochmal. Vorher USB. Mal sehen, ist da ein Adapter dabei. Aber das heißt ja irgendwie für Laptop. Oder zumindest nicht schlecht. Ne, sieht nicht danach aus. Ah, okay, hat sein eigenes Stativ. Naja, sieht schon ein bisschen komisch an. Kriegen wir mal, ob überhaupt der Strom drauf, das funktioniert oder ob die gleich kaputt ist. Na komm. Wow. Ich weiß nicht, ob man das so schön sehen kann. Noch mehrere Stufen. Plus, Minus, also hell, dunkel, sieht man davon aus. Ja. Ich kann man irgendwo sehen. Achso, drei Farben. Drei verschiedene Farben. Das sieht irgendwie bläulich aus. Das sieht aus wie weiß. Wie gelb. Na gut, dann schließe ich jetzt mal hier irgendwie meiner GoPro mit an, um mal zu sehen, ob das hier dann irgendwie hält und dann mal kicken, ob ich dann gleich heller bin. Gut, dann bis gleich. So, ich habe jetzt gerade probiert, das an meinen GoPro-Halter mit anzuschließen. Oder die Klemme zumindest. Also die GoPro hält dafür nicht aus, die fällt gleich um. Aber ich hatte doch hier eben noch das komische andere Stativ, da bin ich mir aber nicht so sicher, eher inwiefern das hier was aushält. Aber vom Licht müsste doch eigentlich jetzt ein bisschen besser zu sehen sein, oder ist es schon wieder zu hell? Und wenn man gleich mal testen, blau sieht ja jetzt auch nicht schlecht aus, das blendet nicht so. Aber das Weiße, kann man ein bisschen dunkler machen. Mal sehen, ob ich hier überblendet bin. Ja, also jetzt für 18 Euro, wenn ich mir dagegen so die anderen alle anschaue, irgendwie mit 60, 70, 80, 90 Euro. Jetzt fragst du dich nur, wie lange die LED bestimmt. Ja, LED-Videoleuchte, mal sehen, wie lange die hier überhaupt hält. Also ob man die hier ein paar Mal ein- und ausschalten kann. Und ob die sich verabschiedet, das werde ich auf dem Langzeittest noch sehen. Aber gut, also wie gesagt, hier gute 19 Euro, was das Ding hier gekostet hat, kann man definitiv nicht falsch machen erstmal, wenn man ein paar eigene Home-Videos hier macht, so wie ich. Gut, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Video.